Duft auf dem Wasser und unter dem Wasser. Es gibt den Grad der Bedrohung an, sorgt für die Übermittlung der Lage an andere Einheiten und ist so programmiert, dass es Vorschläge für entsprechende Gegenmaßnahmen machen kann. Die Lenkwaffenzerstörer unterscheiden sich von Zerstörern des Zweiten Weltkrieges wie der Operationssaal eines modernen Krankenhauses von dem Instrumentarium einer Landpraxis. Komplexe Geräte verlangen nach einem Soldaten neuen Typs. Die Ausbildung ist langwierig. Sie beginnt an Land an einer Satir-Anlage, der für Ausbildungszwecke beliebige Informationen zugespielt werden können. Der Fachmann am Gerät verdrängt den Seemann an Deck. Er muss modernste Elektronik nicht nur bedienen, sondern auch in- und auswendig kennen, warten und reparieren können, und das auf hoher See, bei Sturm, womöglich unter der Nervenbelastung des Gefechts. Hier rechts unten. Auf der Schulbank sitzen Gefreite und Stabsoffiziere, Fähnriche und altgediente Bootsmänner nebeneinander. Junge Seeoffiziere, Spezialisten ihres Faches, unterrichten. Das althergebrachte Verhältnis der Dienstgrade darf bei der Modernisierung der Bundesmarine nicht im Wege stehen. So sehen Sie hier, dass zum Beispiel vom Radar die Richtung der Antenne umgewandelt wird, über die Radarverteilungstafel an die Konsole geht. Sie schalten den 32-Meilen-Bereich und trecken diese Seeziele hier um. Sie schalten auch den 32-Meilen-Bereich, trecken die Seeziele hier an Steuerbord und schalten sich die Luftziele weg. Die Messmarke schön, fahren. Wir sind noch ein bisschen höher gefahren. Die Geräte technisch zu beherrschen ist ein Ding, sie taktisch richtig einzusetzen, wird bei der seetaktischen Lehrgruppe in Wilhelmshaven gelehrt. Hier findet der Krieg in der Kabine statt. Junge Offiziere üben das Führen eines Schiffes, Stabsoffiziere die Führung eines Verbandes. In den Kabinen sind alle Kommunikationsmittel vorhanden wie an Bord. Sie stellen wahlweise eine Schiffsbrücke dar, eine Flugzeugkanzel oder die Operationszentrale eines Verbandsführers. Kurs und Fahrt werden elektromechanisch simuliert, ebenso das Bild auf dem Radarschirm. Ein erfreulicher Aspekt dieser Übungen sind die Damen, welche als Plotterinnen die Kurse einzeichnen. Alle Aktionen in den Kabinen werden auf einen Schirm projiziert, der im Kontrollraum von Lehroffizieren überwacht wird. Dieser elektronische Simulator ermöglicht die Ausbildung von Kommandostäben durch Übungen, die in der Realität zu kostspielig wären. Vor einer Planübung für Stabsoffiziere gibt der Leiter der seetaktischen Lehrgruppe die Lage bekannt. Meine Herren, bei der heutigen Planübung gehen wir von folgender Lage aus. Starke Feindkräfte haben vor 6 Tagen Blueport besetzt und nutzen den in der Nähe gelegenen Flugplatz. Hierdurch ist die Lage des in schweren Abwehrkämpfen stehenden Heeres äußerst kritisch geworden. Es kommt daher darauf an, Hafen und Flugplatz zurückzugewinnen. Herr Kapitän, Sie sind Verbandsführer der Übung. Welchen Auftrag haben Sie? Wie beurteilen Sie die Lage und welchen Entschluss haben Sie gefasst? Ich habe den Auftrag, eine Kommandounternehmung durchzuführen, um Blueport und den in der Nähe liegenden Fliegerhorst zurückzugewinnen. An Kräften stehen zur Verfügung ein Landungsverband bestehend aus 12 Landungsbooten, ein Panzergrenadierbataillon mit entsprechenden Spezialeinheiten, 3 Zerstörer und 2 Fregatten, ein Schnellbootgeschwader, ein U-Boot, eine Kampfschwimmerkompanie, Flugzeuge vom Typ Breguet Atlantik, eine Staffel F-104G, ein Minensuchgeschwader sowie die notwendigen Versorgungseinheiten und Stützpunktkapazitäten. Ich bitte nun den Feindlageoffizier über die Gegnerlage zu berichten. Nach meinen Informationen hat sich der Feind in Blueport mit Heeresstreitkräften festgesetzt. Das Küstenvorfeld ist vermint worden.
Feindliche Fliegerstreitkräfte benutzen den Flugplatz und fliegen laufend Einsätze gegen unsere Landfront. Küstenradarstationen sind vom Feind wieder in Betrieb genommen worden. Mein Operationsoffizier wird Sie nun in großen Zügen über den von meinem Stab erarbeiteten Plan unterrichten. Um das Unternehmen gemäß Plan durchzuführen, die Operationsbefehle liegen Ihnen vor, bedarf es eines strikten Einhaltens der vorgesehenen Zeiten. Aus diesem Grunde läuft zunächst unser U-Boot mit einer Gruppe von Kampfschwimmern aus, um die Landungsstelle vorzubereiten, Widerstandsnester auszuheben und Küstenradaranlagen auszuschalten. Die deutschen U-Boote sind überraschend klein. Sie sind für die flachen und engen Gewässer der Ostsee konstruiert. Ihr Antrieb ist konventionell, ihre Bewaffnung mit 8 Torpedorohren bildet ein unkalkulierbares Risiko für jeden Angreifer. An Land in der Schulkabine gibt der Verbandsführer die Auslaufbefehle. Herr Verloh, geben Sie folgenden Befehl an die Schnellboote. Catch underway at 0720 Zulu. Im Einsatzhafen laufen die Motoren der Schnellboote warm. Diese Jagdhunde der Flotte sollen etwaige Gegner frühzeitig aufspüren und weit voraus stellen. Sie gelten als optimale Waffe für die Ostsee, zu klein, um den massiven Einsatz gegnerischer Streitkräfte auszulösen, aber stark und wendig genug, um mit ihren Torpedos Zerstörern ohne Lenkwaffen gefährlich werden zu können. Sie greifen mit hoher Geschwindigkeit, mit mehr als 80 Stundenkilometern und im Rudel an, um die Abwehr des Gegners zu unterlaufen. So as to pass point X-ray an die Zerstörer und Fregatten. Get underway, so as to pass point X-ray. Die direkte Sicherung des Landungsverbandes übernehmen Zerstörer und Fregatten. Sie bilden einen Schutzschild für die schwach bewaffneten amphibischen Einheiten. Radius 10 nautical miles until landing force passes point Alpha. An den Landungsverband und den Minensucher. Get underway. Die Minensucher sollen dem Landungsverband einen Kanal durch die festgestellten Minensperren freiräumen. Währenddessen warten im Einsatzhafen Panzer und Mannschaftstransportwagen darauf, eingeschifft zu werden. Im Ernstfall würde sich das tunlichst bei Nacht abspielen. Das Einschiffen bei Tage lief beinahe zu reibungslos ab. Die Landungsboote tragen Namen wie Krokodil oder Eidechse, Rochen, Brasse oder Tümmler.
Die Flotte hat ein gutes Dutzend solch kühn benannter Schiffe im Dienst. Große Sprünge kann sie damit aber nicht machen. In der gültigen Verteidigungskonzeption ist das auch nicht vorgesehen. Der Verband formiert sich weitläufig. Er will kein kompaktes Ziel bieten, während er zu der Position läuft, in der er auf den Befehl zur Landung wartet. Die Zerstörer bilden einen Screen, wie es in der NATO-Sprache heißt. Ihre Radargeräte spielen in allen Richtungen. Die eingeschifften Truppen müssen vor Überraschungen aus der Luft, vor gegnerischen Überwasserschiffen und vor U-Booten geschützt werden, die still in der Tiefe lauern. Wir nehmen an, dass der Torpedoschuss sein Ziel verfehlt und das U-Boot verraten hat. Der Verbandschef, von den Schnellbooten informiert, hat Unterstützung aus der Luft angefordert. Herr Kapitän, ein Funkspruch ist eingegangen, dass uns von 12 bis 18 Uhr ein U-Jagdflugzeug zur Nahsicherung zugeteilt ist. Gut, danke. Die Breguet Atlantic ist ein Flugzeug, das auf die Suche nach U-Booten und für die Jagd auf sie dressiert ist. Die 12-Mann-Besatzung bedienen so viel navigatorische und elektronische Einrichtungen, wie in einer schwimmenden Operationszentrale vorhanden sind. Sie werfen Sonarbojen ins Wasser, die akustische Signale auffangen und weitergeben. Sie bekämpfen erkannte U-Boote aus der Luft mit Torpedos